Mini-Dumper sind kompakte motorisierte Fahrzeuge, die speziell für den Transport von Materialien über kurze Distanzen konzipiert wurden. Sie sind eine unverzichtbare Hilfe in der Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau sowie auch bei einer Vielzahl von Renovierungs- und Bauvorhaben. Durch ihre robuste Bauweise und die Fähigkeit, schwere Lasten zu bewegen, bieten Mini-Dumper eine effiziente Lösung, um Zeit und Energie zu sparen. In diesem Video wollen wir uns deshalb einmal die vier besten Mini-Dumper von vier verschiedenen Herstellern und auch aus vier unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Da solltet ihr auf jeden Fall ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche finden können, welches ihr nach dem Video gerne über die Links in der Videobeschreibung bestellen könnt. Über diese Links erfahrt ihr alles weitere zu euren Lieblingsmodellen und könnt euren Favoriten dort wie gesagt mit schneller Lieferung zu euch liefern lassen. Lasst uns jetzt aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Mini-Dumper aus der Einsteigerklasse starten. Als erstes möchten wir euch den günstigen Zipper RD300 vorstellen. Dieser Mini-Dumper aus der Einsteigerklasse ist ideal für Ladungen bis zu 300 Kilogramm geeignet. Das stabile Gerüst mit vier großen Reifen und dem Allradantrieb erlaubt es, Lasten bis 300 Kilogramm in kürzester Zeit zu transportieren. Das Gerät hat einen Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor verbaut und bringt es auf Geschwindigkeiten von bis zu 6,4 km/h. Einstellbar ist die Geschwindigkeit in drei verschiedenen Stufen zwischen 2,5, 4,8 und eben den maximalen 6,4 km/h. Neben den drei Vorwärtsgängen ist auch ein Rückwärtsgang inklusive. Alles ist hier ganz einfach über die Schalter direkt am Griff einstellbar. Hier lässt sich auch eine elektronische Bremse betätigen. Überzeugen kann das Gerät zudem durch seinen 3,6 Liter großen Benzintank, durch den auch längere Arbeitszeiten möglich sind. Ein sehr starkes Modell zu einem vor allem auch sehr günstigen Preis, und wenn ihr euch noch weiter zu diesem Mini-Dumper informieren oder den RD300 von Zipper direkt bestellen wollt, könnt ihr das über den ersten Link in der Videobeschreibung tun. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, um die nächsten Modelle kennenzulernen. Aus der nächsten Preis- und Leistungsklasse wollen wir euch den DP4500 von Scheppach vorstellen. Dieses Modell kann schon Lasten bis 400 Kilogramm tragen und besitzt dafür auch eine sehr große Kapazität von 120 Litern. Dafür ist das Modell mit seinem Viertakt 5,5 PS Leistungsmotor etwas langsamer als das eben vorgestellte Zipper-Modell. Der Profi-Raupendumper kann bis auf 3,66 km/h beschleunigen. Einstellbar ist dies hier in drei verschiedenen Stufen zwischen 1,57, 2,93 und eben den 3,66 km/h. Auch ein 1,14 km/h Rückwärtsgang ist dabei. Alles lässt sich hier ganz einfach über die Schalter und Hebel am Griff bedienen, beziehungsweise sind die Gänge über einen Kupplungshebel im Stand zu betätigen. Das Modell überzeugt vor allem durch seinen Kettenantrieb, wodurch er einen guten Halt auch auf rutschigem oder glattem Untergrund gewährleisten kann. Mit einer Kettenbreite von 18 cm bewegt sich der Dumper sicher fort, auch Steigungen bis 30 Grad sind kein Problem für das Modell. Des Weiteren überzeugt das Modell durch eine hilfreiche Kippfunktion. Dadurch kann auch Schutt einfach und ohne große Kraftaufwendungen ausgeleert werden. Eine sehr praktische und eigentlich schon unverzichtbare Funktion eines Mini-Dumpers. Sehr erwähnenswert ist, dass dieses Modell auch äußerst hochwertig verarbeitet und dadurch vor allem für eine langjährige Benutzung mit Schwerstarbeit ausgerichtet ist. Trotz der geringen Durchfahrtsbreite von nur 71 cm sind hier auch schwer zugängliche Stellen erreichbar und auch der Preis ist unserer Meinung nach im Vergleich zu dem, was geboten wird, noch äußerst fair. Alles weitere zu diesem Modell könnt ihr nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren. Dort ist der Mini-Dumper von Scheppach, der DP4500, mit allen Infos und der Möglichkeit, ihn zu bestellen, auch verlinkt. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, um die nächsten beiden Modelle kennenzulernen. Aus der dritten Preis- und Leistungsklasse wollen wir euch den äußerst beliebten DenQ-Bar DQ092 vorstellen. Das Modell ist ebenfalls mit einem Viertakt-Benzinmotor ausgestattet und kann Traglasten bis zu 500 Kilogramm bewerkstelligen. Durch die stabile Bauweise und die extra große Behältermaße kann das Modell auch sehr große Mengen an Erde, Schotter, Kies, Holz, Steinen, Beton, Werkzeugen oder anderen Baumaterialien in einem Rutsch transportieren. Auch mit einem besonders großen Tankinhalt ist das Modell ausgestattet. Dieser ist hier 6 Liter groß und hat damit genügend Kapazität, um für eine stundenlange Arbeit zu gewährleisten. Der leistungsstarke 9 PS Motor überträgt seine Kraft hier auf einen Kettenantrieb, durch den man auch auf unwegsamen Gelände immer gut vorankommt. Und auch hier sind es drei Vorwärtsgänge sowie ein Rückwärtsgang, den man bei diesem Mini-Dumper einstellen kann. Im Vergleich zum eben vorgestellten Scheppach-Modell ist das Gerät also noch einmal wesentlich leistungsstärker, kann höhere Tragkraften aushalten und ist dabei ebenfalls mit der praktischen hydraulischen Auskipp-, also Entladefunktion ausgestattet.
Das perfekte Modell für jede Herausforderung, so bewirbt es DenQBar selbst und auch wir können dem einfach nur zustimmen. Wenn ihr noch weitere Infos zu diesem Modell, dem DQ092 von DenQBar erfahren oder diesen Mini-Dumper gleich bestellen wollt, könnt ihr das nun über den dritten Link in der Videobeschreibung tun. Bleibt aber auch jetzt unbedingt noch dran, um als viertes und letztes unseren absoluten Favoriten und auch gleichzeitig das beste Premium-Modell aus der vierten Preisklasse kennenzulernen. Vorstellen möchten wir euch hier den MTR 500 Pro von Bamato. Wie der Name schon vermuten lässt, kann dieses Modell ebenfalls Zuladungen bis 500 Kilogramm bewerkstelligen. Außerdem ist das Modell ebenfalls mit einem 9 PS Motor ausgestattet und überzeugt auch durch eine große Tankkapazität, einen Kettenantrieb und eine hydraulische Auskippfunktion. Eigentlich all das, was der DenQBar Minidumper auch kann, warum haben wir den Bamato MTR 500 Pro denn hier noch aufgenommen? Das liegt zum einen an den zusätzlichen Vorwärts- und Rückwärtsgängen. 6 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge kann man hier unterschiedlich bei diesem Modell auswählen und hat so nochmal eine genauere Kalibrierung der Geschwindigkeiten und Gänge. Außerdem ist das Modell von Bamato noch mit unterschiedlichen Zusatzteilen ausstattbar, beispielsweise mit einem Rungenaufsatz, einem höhenverstellbaren Schneeschild oder auch einer speziellen Standplattform. All diese Artikel kann man von Bamato selbst noch dazu kaufen und den Mini-Raupendumper so noch einmal für die eigenen Anforderungen konfigurieren und optimieren. Wenn all dies für euch entscheidend ist, dann könnt ihr euch zum MTR 500 Pro von Bamato über den vierten Link in der Videobeschreibung noch genauer zum Modell informieren und auch dieses Modell dort direkt bestellen.